saß er da auf der Bank und schaute auf den See hinaus, bis es finster geworden ist. Oder aber er saß auf dem Balkon, manchmal so lange, dass ich mich wirklich gefragt habe, wie dieser Mensch das nur aushalten kann. Gar nichts reden und stundenlang so völlig untätig dazusitzen. Manchmal bekam ich Angst, dann glaubte ich, jetzt ist er tot. Da habe ich ihm dann zugerufen und er nickte freundlich mit dem Kopf als Zeichen, dass er nach wie vor lebt. Ein, zweimal hat er versucht zu telefonieren nach Luxemburg. Aber sonst keine Anrufe, keine Post, keine Besuche. Nichts, die ganzen 3 Wochen. Hat denn der überhaupt niemanden? Habe ich mir da gedacht. Erst als er Hals über Kopf abgereist ist, hat er etwas von Ihnen erzählt. Was hat er gesagt? Ich muss jetzt nach Luxemburg fahren. Ich hoffe, ich sehe Sie noch, hat er gesagt. Er machte sich Vorwürfe, dass er kaum da war. Ich glaube, er war sehr stolz auf Sie. Aber das wissen Sie ja. Menschen blieben Menschen, Silvester. Da kannst du sie in deiner Erinnerung noch so sehr verniedlichen. Für ihre Ziele gehen sie über Leichen. Für die meisten besteht doch wirklich der einzige Sinn des Lebens darin, so viel Macht und Reichtum anzuhäufen, wie sie nur irgendwie können. Erst wenn sie sterben, kommen sie darauf, dass sie eines völlig vergessen hatten. Leben. Du bist ja nur zynisch. Ich bin nur realistisch. Stimmt. Deshalb hast du dich auch in mich verliebt. Findet. Und im Dunkeln kann ich doch nicht lesen. Und ich kann bei Licht nicht schlafen. Aber die Kerze wird ausgeblasen. Nicht bei Vollmond. Nicht bei Vollmond. Hast du vielleicht Angst?
Vor den Mäusen? Ich habe vor gar nichts Angst. Auch nicht vor den... Wer ist da? Entschuldigen Sie.